Die ersten drei Sachen sind von MC Gamer 777. Und er hat mir drei richtig coole Sachen zugesendet. Und zwar die erste davon ist, wenn man ein Tier halt mit Dinnenbau und einem Mambo benennt. Und ich schieße vor uns eine Kuh. Das ist Ehre. Weil es jetzt umbenennen und mir noch Kontakt kriegen. Dann wäre es gut, dass er so komplett. Also ihr seht, es ist sehr, sehr, sehr cool. Aber ihr seht, der Fakt ist, wenn man umbenennt Mobs mit Dinnenbauern, dann landen sie auf dem Beinen. Ich glaube, habt ihr es jetzt gesehen? Dann hat er ah, das ist ja nicht ganz gut, dass er jetzt so komplex ist. Hat man auch nicht so lustig. Ich weiß nicht, ob er runter. Nicht so schlecht. Und da fliegt er. Also, ihr seht, das ist sehr, sehr komisch. Aber wenn man die Tiere mit Dinnerball umgedreht hat, dann pflanzen sie trotzdem auf den Beinen. Ihr wollt das sehen, wie sie einfach umdreht. Das ist einmal. Das geht ja. Für die Party. Okay, ich hoffe, wenn das ab. Oh mein Gott, was ist das? Aber das, wenn man Tiere mit Dinnerball umbenennt und die dann Fallschaden. Sterben durch Fallschaden, dann landen sie trotzdem auf den Beinen, also drehen sich im Flug um. Das ist Effekt Nummer 1. Die nächste Sache ist Aufwärm vom FC Gamer 77. Mein FC Gamer 77. Und zwar, das ist eine Sache, die ich schon auf dem Schirm hatte. Und zwar, ich habe es schon mal gezeigt, und zwar da hinten bei den Kuchen. Und zwar, Laub lässt sich nicht mit Pistons verschieben. So. Und? Wo ist es hin? Das ist einfach noch Laub da. Oder neue Lab. Nein. Und? Das war der Zufall. Das war. Oh mein Gott. Ja, das soll eigentlich bezwecken, dass man sich nicht klonen kann. Wie zum Beispiel da hinten. Weil man zum Beispiel einen angebissenen Kuchen hat fast durchgegessen, ne? Also, ihr seht das auch ja immer weg. Also, wenn man Laub mit Pisten verschieben möchte. Geht das nicht, also das ist auch eine gute Sache. Also, am besten kann man das beim Kuchen erklären. Ich bin bei hier blöcke. Und zwar, wenn man ja jetzt was angebissen hat, schon zur Hälfte durch oder so, oder noch ein Viertel da, ein Stück. Und wenn man dann das mit Pissen verschieben würde, dann würde es ja, ja, Kuchen wieder droppen und dann wie ja alles da sein. Na, dann hört man ja für unendlich essen, können einfach Kuchen klonen. Und das ist halt der Grund, warum das nicht geht. Und das ist einfach ganz cool. Also kein Bug, sondern so gewollt. Und das ist eigentlich auch ganz nice. Also gehen wir weiter zur dritten Sache. Die dritte Sache hat was mit dem Light Level zu tun. Und zwar, wenn wir jetzt F3 drücken, dann ist hier Light Level 15. Und zwar, jetzt ganz mal 15, aber sobald wir auf Half-Labs gehen, ist plötzlich auf 0. Und das ist eigentlich so ein kleiner Bug, denn es dürfte nicht funktionieren, dass wenn man auf den Hafen geht, dann wird es dunkel oder so. Ne? Ich hätte ganz mal, hey. Ne? Hier ist für 15. Also, wenn man hier ist noch immer noch 15, also wenn man hier drauf geht, dann direkt 0. Das ist hier, war hier so. Hier auf dem Kuchen ist es so, auf dem Brauerstand ist es 15. Hier. Okay, das ist auch so. Also manchmal vergeht es das 0 und das ist ein bisschen ein Bug in den Minecraft-Fakten. Und ist der alte Kopf. Yay! Okay, dann gehen wir weiter zur vierten Sache. Die vierte Sache ist von XXGamingXX555 und er schreibt, man kann Kettenzeug mit Eisenbahnen reparieren. Und das ist ziemlich dumm. Als erstes geht wieder dieses Kettenzeug hier mit. Es wird, es ist dann eigentlich immer so, beim Ketten, dass sich dann wieder Feuer stellt und es geht dann keinen Film mehr. Also in Survival kann man nie wieder eine Kette damit machen, denn ja, Survival 1 geht das nicht mehr. Und auch nicht bei GIF, Minecraft Fire. Jetzt auch nicht mehr. Also ist das total unlogisch, aber man kann Kettenzeug mit Eisen reparieren, das ist ja wunderlich. Das ist doch mal ziemlich dumm. Okay, du musst nicht, aber ziemlich unlogisch eigentlich, wenn man
Das Video nur mit Creative. Kommt, so sollte man das noch reparieren. Mit Eisen, das ist. Keine Ahnung. Aber das anscheinend ist das von den Gütern so gewollt. Also, gut. Dann geht's weiter. So. Die fünfte Sache und damit auch die heftigste Sache von allen ist von MC gekriegt. Sag immer MC bei ihm irgendwie so. Minecraft gecrackert. Da komme ich immer direkt auf MC wie Minecraft und so, ne? Boah, Minecraft gecrackert. Und zwar, wenn man ein signiertes Buch hat, zum Beispiel schauen wir jetzt mal rein, zum Beispiel 2x plus 3y. Vielleicht 5, so richtig Mathematik so. Und das dann signieren. Und dann Mathe-Regeln. Und das ist echt eine, dann heißt es ja hier Mathe-Regeln von 1900.000 Original. Aber wenn man dann mit dem Ding sehen geht und jetzt schreibt Deutsch-Regeln, dann hat man das Buch eigentlich umbenannt, obwohl es eigentlich gar nicht geht sollte, denn man hat das endgültig signiert, aber man kann es trotzdem auf den Titel noch ändern. Der geht natürlich nicht beim Original, das Original ist halt, ne. Aber das ist doch ziemlich dumm eigentlich. Jetzt steht hier die Matheformel drin, aber das heißt Deutschregeln. Das ist ziemlich, darf nicht so sein eigentlich, denn oh, das war natürlich das komische Ding da. Aber das darf doch nicht sein. Deswegen muss er backen, mal gucken, ob das irgendwann mal gefixt wird. Ich will im Moment mit 1.8 halt, ne? Aber naja, dann wäre es auch gewesen von dem Microfucken. Wenn es dir gefallen hat, dann eine positive Werbung da. Abonnieren nicht vergessen und tschüss!